So, ich denke, die weiteren Teilnehmer sind auch inzwischen dabei. Herzlich willkommen an alle. Mein Name ist Stefan Redeker und ich stelle heute die Neuerungen in MaxQDA 2018 in diesem Webinar vor. Bevor wir ins Detail gehen, vielleicht noch ein paar Hinweise erst einmal zur Technik. Die meisten von Ihnen dürften hier dieses GoToMeeting-Panel sehen an der Sidebar. Und Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Sie können das Panel hier minimieren. Sie können an dieser Stelle hier auswählen, welchen Lautsprecher oder welchen Kopfhörer Sie verwenden wollen, um teilzunehmen und die Nachrichten zu hören, also mein Sprechen zu hören. Und Sie können hier Chatnachrichten eingeben und Fragen stellen. Ja, MaxQDA 2018 ist eine große neue Version und beinhaltet ganz viele Neuerungen und Verbesserungen. Aus meiner Sicht die meisten Neuerungen und Verbesserungen, die es je mit einer neuen MaxQDA-Version gab. Es gab so viele Neuerungen in MaxQDA 2018, dass ich mich hier mal auf die folgenden konzentriere in den nächsten 45 Minuten. Ich werde Ihnen zunächst einmal die Oberfläche vorstellen. Und dann werden wir uns entlang eines Analyseprozesses vom Transkribieren und Transkripten importieren über erste Datenerkundung der Paraphrasierung und einigen neuen Tools, dem Smart Coding Tool, dann auch zu verschiedenen Auswertungstechniken und neuen Funktionen in MaxQDA fortbewegen, um dann am Ende auch nochmal einen Blick auf die Undo-Funktion zu werfen, die es jetzt ermöglicht, verschiedene Schritte in MaxQDA rückgängig zu machen. Ja, herzlich willkommen nochmal an alle, die jetzt inzwischen auch dazugekommen sind. Ich wechsle jetzt gleich mal zu MaxQDA und beginne mit der neuen Oberfläche. Wenn man MaxQDA aufmacht, erscheint jetzt neuerdings dieser folgende Startdialog, der verschiedene Optionen bereithält. Auf der linken Seite des Startdialoges finden sich altbekannte Funktionalitäten. Man kann hier oben den Benutzernamen eingeben, man kann hier ein neues Projekt anlegen oder ein Projekt öffnen oder eins der zuletzt geöffneten Projekte hier per Doppelklick direkt öffnen. Und man hat sogar direkt im Zugriff über dieses Icon hier und Klick auf das Symbol vier Beispielprojekte in vier verschiedenen Sprachen, Englisch, Spanisch, Deutsch und Portugiesisch, womit man also MaxQDA sehr gut erlernen kann und auch MaxQDA-Projekte live erkunden kann. Die Idee von der neuen Version MaxQDA 2018 ist aber auch zentral gewesen, dass die MaxQDA-Community stärker zusammenrückt und auch das MaxQDA-Team und der Abstand zwischen MaxQDA-Team und den Usern sich noch weiter verkleinert und dazu gibt es hier auf der rechten Seite einen komplett neuen Bereich, in dem man zum einen Hilfen bekommt, um MaxQDA direkt zu lernen, aber auch Zugriff hat auf viele Video-Tutorials und direkt an das MaxQDA-Team Feedback schicken kann. Und das MaxQDA-Team kann hier auch neue Informationen bereitstellen zu Updates und neuen Informationen rund um die MaxQDA-Community. Ja, wir schauen uns hier noch einmal jetzt ein bisschen genauer um und starten mit einem Projekt, das noch sehr am Anfang ist. Und es zeigt sich hier die neue MaxQDA-Oberfläche, die komplett renoviert worden ist und auch viele neue Funktionalitäten in der Bedienung bereithält. Am auffälligsten ist natürlich zunächst einmal, dass hier oben die Menüleiste sich verändert hat. Statt Menüs gibt es jetzt wie in Microsoft Office Tabulatoren, Tabs hier oben und ein großes Menüband. Das ist übrigens auf Mac und Windows absolut identisch und löst das bisherige Menü ab. Man sieht also, hier oben gibt es die einzelnen Tabs von Start, Import, Codes etc., in denen jetzt die wichtigsten Funktionen von MaxQDA alle integriert sind und auch unterschrieben sind, sodass man jeweils sehen kann, wofür dieses Icon steht. Man kann zum Beispiel relativ einfach hier auf der Start-Tab Fenster an- und ausschalten. Man kann ganz einfach
zwischen dem Zwei-Spalten- und dem Drei-Spalten-Layout wechseln in diesem Tab Start, kann auch auf dem Tab Start das Logbuch aufrufen und sieht, dass im Wesentlichen hier die Funktionen integriert worden sind, die früher im Projektmenü enthalten waren. Der zweite Tab heißt jetzt nicht mehr wie früher das Menü Dokumente, sondern Import und wird auch automatisch fokussiert, wenn man ein neues Projekt anlegt, sodass es nur noch einen Klick entfernt ist, um in ein entsprechendes Projekt gleich sofort mit dem Import beginnen zu können. Und eine weitere Neuerung sieht man auch gleich hier aufscheinen, wenn man die Maus über einen dieser großen Icons, einer der Funktionen in den Tabs hält, denn nahezu alle Funktionen in den Tabs haben jetzt Erläuterungen. Man kann also sofort lesen, dass diese Funktion hier dazu dient, Texte, PDFs, Bilder, Tabellen, Audios und Videos in MaxQDA zu importieren. Und man sieht auch gleich den Shortcut, das Tastenkürzel STRG D, mit dem man das unter Windows bewerkstelligen kann. Die Tabs, Codes und Variablen haben sich nicht sehr stark verändert und enthalten im Prinzip das ehemalige Codes- und Variablen-Menü. Aber im Menü Analyse sind sehr, sehr viele Funktionalitäten noch ergänzt worden, über die wir heute auch im Detail noch sprechen werden. Zum Beispiel gleich über die Paraphrasen-Funktionalität hier oder hier über die Code-Konfigurationen, Code-Häufigkeiten und später dann auch über die Code-Abdeckung. Ja, das Menüband hat eine tolle Option. Es lässt sich nämlich auch noch reduzieren, sodass, wenn ich hier mein Interview anschaue, ich sehr viel Platz habe, um dieses betrachten zu können. Ich kann dann jederzeit noch hier das Menüband aufrufen durch Klick, aber es klappt sich sofort automatisch wieder ein, nachdem ich dort eine Funktion ausgewählt habe. Und ich habe also dadurch automatisch sehr viel Raum und Möglichkeiten, hier meine MaxQDA-Oberfläche optimal zu nutzen für die Analyse. Das Menüband klappe ich hier mal für den weiteren Verlauf wieder aus und gehe mal gleich auf den nächsten Button ein. Dieses Symbol Einstellungen ruft jetzt unter Windows und Mac an der gleichen Stelle das globale Einstellungsmenü auf. Über das Zahnrad kann ich dann also hier zum Beispiel die Oberflächensprache von MaxQDA einstellen, denn das geht jetzt ja nicht mehr im Projektmenü wie früher, sondern ist jetzt hier in dem Einstellungsfenster komplett integriert. Direkt daneben auch ein Symbol, um Feedback an das MaxQDA-Team zu schicken. Die Idee ist, dass man sowohl Positives, Negatives als auch Feedback, als auch Vorschläge und Ideen integrieren kann und hier direkt an das MaxQDA-Team senden kann mit einem integrierten MaxQDA-Bildschirm, wenn man das möchte. Und so die Möglichkeit hat, neue Funktionen vorzuschlagen, was vom MaxQDA-Team ja auch sehr oft umgesetzt wird und dann zum Beispiel in kostenlosen Zwischenupdates mit integriert wird. Das Hilfemenü ist hier in dem Fragezeichen verfügbar und enthält Zugriff auf die einzelnen Hilfefunktionen und auch auf die Videotutorials, zum Beispiel auch auf das Getting Started Guide. Ist also nicht nur im Startdialog verfügbar, sondern auch hier direkt im Hilfemenü. Und ich rufe auch mal die Hilfe auf, denn diese ist komplett optimiert worden und ist hier sehr übersichtlich gestaltet mit den einzelnen Kapiteln, die kurze Kapitelüberschriften haben und natürlich auch weiterhin im gewohnten Stil alle MaxQDA-Funktionen sehr detailliert beschreiben, insbesondere also auch die neuen Funktionen im Detail beschreiben. Ja, bleiben wir mal in dem Projekt und schauen uns an, was es noch bezüglich der neuen Oberfläche gibt. Hier sieht man, dass die vier Symbolleisten oben in den Fenstern auch schon etwas geändert worden sind. Hier sind nur noch die allerwichtigsten Funktionen integriert und zum Beispiel auch die Funktion, die man besonders häufig nutzt, integriert worden. Man kann also jetzt auch neue Textdokumente direkt in der Liste der Dokumente anlegen und dementsprechend befinden sich zwischen den einzelnen Rubriken hier auch ein bisschen Abstand, damit man die einzelnen Funktionen besser im Zugriff hat. Man sieht hier auf der rechten Seite auch, dass die Symbolleiste Codieren jetzt in den Dokumentbrowser integriert worden ist, denn mit Einführung der Tabs und dem Menüband gibt es dementsprechend keine Symbolleisten mehr,
sondern man kann jetzt hier direkt zum Beispiel etwas autokodieren mit den Farbmarkierstiften oder man kann auch hier im Menü eine In-Vivo-Kodierung setzen oder mit den zuletzt kodierten, ja, mit den zuletzt verwendeten Codes eine Textstelle kodieren. Ich lege mal jetzt hier gleich noch ein Coding schon mal an für diese Textstelle mit einem neuen Code. Da sieht man nämlich dann auch schon gleich, dass nicht nur die Oberfläche, sondern auch viele Dialoge hinzugewonnen haben. Man kann jetzt in dem neuen Code-Menü direkt Farben für Codes wählen. 10 Standardfarben stehen zur Verfügung. Darüber hinaus kann man natürlich auch entsprechend eigene Farben definieren. Und was ich auch noch zeigen wollte, ist, dass man hier auch mit dem rechten Mausklick auf einen Code und auch am Dokumentsystem ein deutlich übersichtlicheres Menü hat als früher, ein Kontextmenü und die wichtigen Funktionen wie zum Beispiel neuen Code anlegen hier größer dargestellt sind und man auch hier Zugriff hat auf die einzelnen Farben, die man den Kategorien zuordnen kann. Ich lösche den Code hier erst nochmal und ich lösche auch nochmal den Code Rot und beginne dann mit der ersten großen Funktion, dem ersten großen Highlight, nämlich dem Transkribieren. Es ist so, es gibt sehr viele Neuerungen in Max QDA. Wenn wir jetzt mal an den Prozess denken, wir haben Daten aufgenommen, Audiodatei hier zum Beispiel ein Interview mit Robert und wir starten über Audiodatei transkribieren die Transkriptionsfunktion von Max QDA, dann zeigt sich Max QDA in einem komplett neuen Layout hier. Die Fenster werden also anders arrangiert. Ganz oben ist der Transkriptionsmodus zu sehen, hier der Multimedia-Browser, der die Mediendatei darstellt. Das kann also hier die Audiodatei sein oder bei einem Video wird dann auch das Videobild eingeblendet, was mir die Möglichkeit gibt, dass ich während der Transkription sogar hier markieren kann und auch innerhalb von dem Audio oder dem Video direkt kodieren kann, Memos setzen kann oder auch Links setzen kann zwischen dem Transkript hier unten und meine Audio- oder Videodatei hier oben. Ganz wichtig erscheint mir aber vor allen Dingen hier diese Transkriptionseinstellungen, in denen jetzt verschiedene neue Optionen enthalten sind. Ich kann zum Beispiel hier einen automatischen Sprecherwechsel einschalten, der es mir ermöglicht, dass ich nicht mehr I-Doppelpunkt und B-Doppelpunkt für Interviewten und Befragten eingeben muss, sondern durch jedes Enter wird automatisch zwischen diesen beiden gewechselt. Wenn ich jetzt eine Fokusgruppe transkribiere, dann brauche ich natürlich mehr als zwei Personen, dann ist der automatische Sprecherwechsel nicht ausreichend. Aber dafür gibt es jetzt zum Beispiel so etwas wie Autotext. Ich kann also hier ein I eintippen, zwei Leerzeichen machen und Max QDA ersetzt automatisch meinen Text I, mein Kürzel I mit dem hier eingegebenen Textmoderator. Der wird auch dann entsprechend fett gesetzt, wenn ich das hier angeklickt habe. Und so kann ich sehr leicht für mehrere Personen entsprechend hier Kürzel definieren, um sehr elegant und einfach eine Fokusgruppe oder eine Gruppendiskussion zu transkribieren in Max QDA. Dieses Transkriptionsfenster kann ich jederzeit also mit diesen Einstellungen kann ich jederzeit schließen und auch wieder aufrufen später. Das ist also kein Problem. Ich kann auch weiterhin im Transkriptionsmodus kodieren. Und um den Transkriptionsmodus zu beenden, wähle ich hier oben das kleine X und schließe das Fenster und Max QDA stellt das ursprüngliche Fensterlayout, das ich vorher hatte, wieder her, dockt also den Dokumentbrowser mit dem Transkript wieder ein. Wer jetzt nicht mit Max QDA transkribiert, kann ab Max QDA 2018 auch zahlreiche Transkripte importieren, zum Beispiel hier über diese Funktion Transkripte mit Zeitmarken, wo man also F4, F5 Transkripte, Hypertranscribe, Easy Transcript und auch viele andere Transkriptionstools, ja, Transkripte die mit diesen Transkriptionstools erstellt worden sind, in Max QDA importieren kann und Max QDA erkennt dann automatisch die jeweils in den externen Programmen verwendeten Zeitmarken und liest diese aus. Ja, vielleicht hier nochmal ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn Sie zwischendurch eine Frage haben, dann können Sie jederzeit diese im Chat stellen
und ich versuche die dann spontan zu beantworten und werde am Ende auch nochmal zum einen Gelegenheit geben, alle weitere Fragen im Chat in GoToMeeting zu stellen oder auch dort zu schauen, ob ich noch eine Frage von Ihnen übersehen habe. Ja, wenn die Transkription abgeschlossen ist, kann zum Beispiel der nächste Analyseschritt starten, den ich hier mal im Bereich Paraphrasieren sehe. Und zwar ist im MaxQDA in dem Analysemenü eine neue Funktion, ein neues Icon hinzugekommen, was sich auf Paraphrasen, also Zusammenfassungen vom Datenmaterial in kurzen eigenen Sätzen ermöglicht. Und zwar sieht man hier schon, es gibt zwei unterschiedliche Funktionen. Zum einen die Texte zu paraphrasieren und zum anderen diese Paraphrasen, die man erstellt hat, anschließend zu kategorisieren und diese also als Grundlage zu nehmen für eine Kategorienbildung am Material, induktiv am Material. Ich zeige mal, wie das funktioniert. Ich schalte dafür die Funktion Texte paraphrasieren ein. Das kann man auch machen, indem man hier oben auf das Icon klickt. Man sieht auch sofort, das wird dann hier blau hinterlegt und hier an der Seite erscheint eine neue Spalte und ich kann einen entsprechenden Text markieren und kann hier, sobald ich die Maustaste loslasse, eine Paraphrase eingeben, also eine Zusammenfassung. Hier kann ich zum Beispiel schreiben, die Frage ist, wie wir die Energieversorgung in Zukunft regeln wollen. Und kann hier also bis zu 255 Zeichen, was etwa so 2 bis 3 Sätzen entspricht, eingeben. Und MaxQDA zeigt mir sofort an, dass dieser Bereich hier, der grün markiert ist, mit einer Paraphrase versehen ist und zeigt die Paraphrase hier am Seitenrand auch an. Man merkt schon, wenn ich hier mit der Maus drüber fahre, wird der zugehörige paraphrasierte Text gleich blau markiert. Ich kann hier die Paraphrase auch jederzeit löschen und ein einfacher Doppelklick reicht, um das Paraphrasenfenster nochmal zu öffnen und die Paraphrase zu bearbeiten. Man sieht auch, dass hier jetzt ein neuer Code erstellt worden ist, Paraphrasen, das ein spezielles Codesymbol hat und das im Prinzip ein bestimmtes technisches Hilfsmittel in MaxQDA ist, was aber auch noch einige ganz gute Vorteile hat. Man kann nämlich anschließend mit diesen Paraphrasenkodierungen, die im Hintergrund passieren, auch noch arbeiten. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, wie es weitergeht. Ich kann dann nämlich hier gleich die nächste Paraphrase erstellen. Paraphrasen dürfen sich übrigens nicht überlappen. Ich kann hier Paraphrase 2 und auch mal Paraphrase 3 eingeben. Und man sieht schon hier am Seitenrand entstehen die verschiedenen Paraphrasen und werden hier angezeigt. Der nächste Schritt ist jetzt, diese Paraphrasen zu kategorisieren und jetzt, da Paraphrasen im Projekt existieren, kann ich diese Menüfunktion auch auswählen und es kommt ein komplett neues Fenster, was es so in MaxQDA bisher noch nicht gab und was an mehreren Stellen jetzt verfügbar ist, unter anderem für diese Funktion Paraphrasen zu kategorisieren. Zum einen ist es so, dass hier auf der rechten Seite die ganzen Paraphrasen gelistet werden und ich kann jetzt zum Beispiel beginnen und kann mit der rechten Maustaste hier draufklicken und sagen, eine neue Kategorie, einen neuen Code für diese Paraphrase erstellen. Und den nenne ich hier jetzt mal Energieversorgung, weil das hier in der Paraphrase angesprochen wird. Und was passiert ist, dass hier am Seitenrand ein neuer Code erscheint, Energieversorgung. Denn im Prinzip kann ich auch in einem maximierten Bereich arbeiten. Ich arbeite jetzt nur mit den Paraphrasen und entwickle aus ihnen heraus ein Kategoriensystem. Ich nenne hier zum Beispiel mal einen Code 2. Man kann auch einer Paraphrase 2 Kategorien zuordnen. Und Sie sehen, hier am Rand erscheinen jetzt die einzelnen zugeordneten Kategorien, die zugeordneten Codes zu den Paraphrasen. Und man kann sich auch jederzeit hier den paraphrasierten Text, also den Originaltext, nochmal anzeigen lassen, um zu sehen, wie das Ganze Stück für Stück sich entwickelt hat. Und kann hier auch die Paraphrasencodes organisieren in Hierarchien etc., um Stück für Stück einen Kategorienbaum aufzubauen.
Während der Arbeit mit Paraphrasen kategorisieren ist MaxQDA gesperrt. Man arbeitet also jetzt nur in diesem Modus und wenn man ihn beendet, sieht man, dass das Kategoriensystem, was man hier erstellt hat, auch entsprechend hier dargestellt wird und die Codierungen werden hier auch angezeigt. Die jeweiligen Paraphrasen sind dann sogar im Kommentar enthalten. Ja, ich nehme jetzt mal an und schreite voran zu der nächsten Funktion, nämlich zum sogenannten Smart Coding Tool, das im Prinzip die nächste Analysestufe, für die nächste Analysestufe gut geeignet ist und wechsle dafür mal in ein Projekt, was schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Zum Beispiel haben wir hier mal ein Projekt, in dem bereits verschiedene Dokumente enthalten sind, die auch schon kodiert worden sind zum Thema größte Weltprobleme. Und ich aktiviere hier mal alle Interviews aus München und die größten Weltprobleme, denn das Tool Smart Coding Tool arbeitet immer mit einer Liste an kodierten Segmenten und wird deshalb entweder aus der Liste der Codings aufgerufen oder aus der Übersicht Codings und zwar hier über dieses kleine Symbol Smart Coding Tool, also ein Codingstreifen mit einer Glühbirne. Was sieht man, wenn man das Smart Coding Tool startet? Ja, es ist eine ähnliche Ansicht wie eben beim Paraphrasen kategorisieren, nur dass jetzt hier keine Paraphrasen gelistet werden, sondern kodierte Segmente. Hier ist das erste kodierte Segment, das mit größte Weltprobleme kodiert wurde, denn im Moment sehen wir die 7 Codings aus größte Weltprobleme hier aufgelistet und in der Spalte Codes wird mir verraten, welche Kategorien noch zusätzlich zu dem Code Weltprobleme hier zugeordnet sind und hier wird mir auch der entsprechende Kommentar für das Coding, was ich ursprünglich hier erstellt hatte, auch noch angezeigt als Information. Das Smart Coding Tool eignet sich jetzt hervorragend dazu, um entweder hier, wie hier zu sehen in diesem Status, die einzelnen Kategorien anzuschauen und auf Konsistenz zu überprüfen, interne Konsistenz, Abgrenzung zu anderen Kategorien und wenn ich feststelle, dass zum Beispiel irgendwas in eine andere Kategorie hineingehört, kann ich hier jederzeit eine Coding nehmen und auf einen Code ziehen, um es damit zu codieren. Oder kann es auch bei gedrückter Shift-Taste bzw. Command-Taste unter Mac verschieben. Und habe die Möglichkeit also hier die Codierungen und die Kategorien zu überprüfen, möglicherweise neue zu ergänzen. Und ich habe auch die Möglichkeit, es zu nutzen, um so einen Code erstmalig auszudifferenzieren. Zum Beispiel, wenn ich nur die größten Weltprobleme hätte und Stück für Stück hier neue Kategorien aufbaue. Es ist dabei übrigens auch möglich, dass ich nicht nur hier eine ganze Zeile markiere und die hier rüberziehe, sondern ich kann jederzeit doppelt klicken in ein solches kodiertes Segment und kann einen Teil hier nehmen. Zum Beispiel, wir nehmen uns zu wenig Zeit für wichtige Sachen wie Gespräche etc. Und dementsprechend kann ich diesen Part nehmen und auf einen Kategorie ziehen, um die zuzuordnen. Hier ist vermutlich schon Schnelllebigkeit zugeordnet. Ja, das Smart Coding Tool sperrt auch die Anwendung von MaxQDA. Das heißt, ich kann hier im Hintergrund klicken, aber es passiert in dem Moment nichts. Denn die Idee ist, ich konzentriere mich hier auf die ausgewählten kodierten Segmente und ich konzentriere mich hier auf dieses Kategoriensystem, was ich hier gerade sehe, beziehungsweise diesen Teil meines gesamten Kategoriensystems, was jetzt hier, wie man sieht, in ausführlicher und hier in reduzierter Ansicht dargestellt ist. Es gibt noch einen dritten Modus, der auch so ähnlich funktioniert wie das Smart Coding Tool. Der ist hier im Analyse-Menü zu finden, unter Survey-Antworten kategorisieren. Wenn Sie also Antworten auf offene Fragen erhoben haben und die in MaxQDA dokumentweise eingelesen haben, zum Beispiel über die Funktion Import Survey-Daten, Daten aus Excel-Tabelle importieren oder Daten von SurveyMonkey importieren, dann haben Sie die Möglichkeit, mit dieser Analysefunktion Survey-Antworten kategorisieren. Ganz ähnlich wie im Smart Coding Tool, diese Antworten oder Teile der Antworten mit einem bereits existierenden Kategoriensystem oder mit einem aus dem Material herauszubildenden Kategoriensystem zu kodieren und die Survey-Antworten entsprechend zu kategorisieren. Wenn unsere Analyse fortgeschritten ist und wir auch schon fertig sind mit Codieren, dann stehen uns jetzt in MaxQDA ja sehr, sehr viele
Möglichkeiten zur Verfügung, um Kategorien, codebasierte Auswertungen folgen zu lassen. Eine davon ist jetzt neu hier in dem Analysemenü zu finden. Das ist nämlich die Funktion Gruppen vergleichen. Bisher war das an manchen Stellen schon möglich, Gruppen zu vergleichen natürlich in MaxQDA, aber diese Funktion macht es noch einmal sehr viel einfacher, entsprechend definierte Gruppen vergleichen zu lassen. Und zwar gibt es da eine qualitative und eine quantitative Variante. Die qualitative Variante erzeugt mir im Prinzip einen Vergleich der kodierten Segmente. Und zwar habe ich hier mal zwei Sets, die auch sehr viel komplexer sein können, erstellt. Alter kleiner gleich 22 Jahre alt und Alter größer als 22. Und ziehe die hier in den oberen Bereich der Gruppen hinein. In diesem Bereich kann ich also sowohl Dokumentsets als auch Dokumentgruppen als auch einzelne Dokumente hineinziehen oder eine Mischung aus diesen. Das heißt, ich kann auch ein Dokument gegen mehrere Dokumente kontrastieren. Ich kann auch Fälle, die sich in mehreren Dokumenten, also die sich in einer Dokumentgruppe befinden, hier integrieren. Und je nachdem, welche, also sagen wir es mal anders, für jede Zeile, die ich hier oben erstelle, wird anschließend eine Spalte in meiner Ergebnistabelle erzeugt. Ich wähle hier unten auch mal die ganzen Subkategorien von den größten Weltproblemen aus, um die vergleichen zu können. Wähle die hier also über die Aktivierung aus, füge die in das Fenster ein. Und MaxQDA erstellt mir jetzt eine komplett neue Ansicht, nämlich die sogenannte interaktive Segmentmatrix. Die interaktive Segmentmatrix stellt also die kodierten Segmente in einer Matrix dar, die hier interaktiv erstens mit den Originaldaten verbunden ist und zweitens es ermöglicht, hier zwischen den einzelnen Kategorien interaktiv zu wechseln. Was sieht man jetzt hier? In der ersten Spalte sieht man also alle kodierten Segmente zum Thema Klima aus meiner Gruppe Alter ist jünger ist 22 Jahre oder jünger. Das haben also die Personen gesagt zu diesem Thema. Und die Personen, die über 22 sind, haben diese Äußerungen zum Thema Klima gemacht. Man kann jetzt hier auch jederzeit verschiedene zusätzliche Sachen interaktiv ein- und ausschalten. Man kann zum Beispiel die Herkunftsangaben ein- und ausblenden. Wenn ich die einblende, habe ich die Möglichkeit, jederzeit drauf zu klicken und an das Original im Dokumentbrowser zu springen, um zum Beispiel den Kontext zu betrachten. Und ich habe die Möglichkeit, hier Kommentare einblenden zu lassen. Hier sieht man das ganz schön. Hier oben gibt es also einen Kommentar, der wird hier unten drunter angezeigt. Klimaveränderungen sollte man entspannt betrachten, wurde hier als Kommentar ergänzt. Und man kann sich sogar anzeigen lassen, Memos, die entsprechend an einer Textstelle vergeben worden sind, die innerhalb dieser kodierten Segments liegen. Dann werden die hier auch mit angezeigt und das ist auch interaktiv hier mit den Originaldaten wieder verbunden. Hier bekomme ich eine Vorschau auf das Memo und wenn ich hier draufklicke, kann ich mir auch dieses Memo anschauen und bearbeiten. Die interaktive Segmentmatrix ermöglicht es mir hier also über Gruppenvergleichen verschiedene Gruppen auf eine qualitative Art und Weise zu kontrastieren. Die quantitative Variante hingegen erzeugt mir eine Kreuztabelle. Ich nehme mal wieder die beiden Gruppen Alter, kleiner gleich 22 Jahre alt und Alter größer als 22 Jahre alt und nehme auch die gleichen Kategorien und man sieht, das wird im Prinzip genauso aufgebaut wie die Gruppen vergleichen qualitativ. Und wenn ich mir das Ganze anzeigen lasse, erhalte ich jetzt hier diese Auswertung. Ich kann hier mal umschalten auf kodierte Segmente. Ich sehe also, es gibt 4 kodierte Segmente in der Dokumentgruppe, in der Gruppe derjenigen, die 22 Jahre oder jünger sind. Und es gibt 6 kodierte Segmente in dem Bereich Klima, bei denen die über 22 Jahre alt sind. Jetzt war es so, dass man in der Kreuztabelle, das ein bisschen unschön war, dass man hier auch den ganzen Codebaum immer, also dass man hier
nicht den Codebaum sehen konnte. Und das ist jetzt möglich in der Kreuztabelle neuerdings. Man kann hier seit MaxQDA 2018 also den Codebaum quasi an- und ausschalten und damit auch sich reduzieren auf die wirklich aktivierten Kategorien. Und was auch noch neu ist und sehr schön ist, ich kann hier jetzt entsprechend klicken, um die Zellen farblich zu hinterlegen, nämlich diejenigen, bei denen die Anzahl höher oder tiefer ist, und kann zum Beispiel hier mal einen prozentualen Vergleich machen, in wie vielen Prozent der Dokumente, die zu der jeweiligen Gruppe gehören, dieses Thema tatsächlich vorkommt. Man sieht hier zum Beispiel, dass 100% der 22-Jährigen oder jünger das Thema Klima genannt haben und 100% derjenigen, die über 22 sind. Aber zum Beispiel Egoismus, fehlende Gemeinsamkeit, wird nur von einem Drittel derjenigen genannt, die über 22 sind. Ja, das ist also das Resultat des Gruppenvergleichs quantitativ. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt auch noch weiter voranzuschreiten mit unserer Analyse und mal grafische Auswertungen zu machen, die in MaxQDA ja hier über das Visual Tools Menü, jetzt über das Visual Tools Tab, verfügbar sind. Und zwar möchte ich hier mal Max Maps vorstellen heute, denn Max Maps wurde auch grundlegend überarbeitet. Es ist sozusagen Max Maps 2.0 hier in MaxQDA 2018 integriert. Man sieht schon beim Aufmachen, dass die Oberfläche komplett überarbeitet worden ist. Hier oben werden jetzt also auch Ribbons, Tabs verwendet. Man hat hier die Möglichkeit, neuerdings auch die Fläche stark zu reduzieren. Man kann zum Beispiel hier die Liste der Maps ausblenden und kann sie hier jederzeit wieder einblenden. Man kann auch das Menüband hier wie im Hauptfenster von MaxQDA reduzieren, um die Ansicht für die Maps komplett zu vergrößern. Ich kann jetzt hier einzelne Dokumente hineinziehen, wie bisher auch. Ich kann über das Menü einfügen, aber auch hier entsprechend verschiedene andere neue Symbole ergänzen, nämlich Quadrate, Kreise. Na gut, die gab es vorher auch schon, aber jetzt gibt es hier neu eine Raute. Ich kann Pfeile ergänzen, etc. Und diese Objekte werden jetzt auch wunderbar bearbeitet in ihren Eigenschaften durch einen einfachen Doppelklick. Dann erscheint nämlich hier am rechten Seitenfenster das Eigenschaftsmenü, wo ich jetzt zum Beispiel für mehrere Elemente hier die Farbe ändern kann, auf Rot zum Beispiel, oder entsprechend die Größe ändern kann, Schriften ergänzen, Label ergänzen kann, etc. Das Tolle ist, ich mache mal das Menüband wieder größer, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, hier einzelne Objekte auszurichten. Ich kann zum Beispiel sagen, diese sollen alle nach oben ausgerichtet werden, und ich kann die auch ganz gut verteilen, indem ich sie auseinander schiebe und sage, bitte horizontal verteilen, dann werden sie hier mit einem entsprechenden Abstand nebeneinander platziert. Das war manchmal noch ein bisschen mühselig in den älteren MaxQDA-Versionen und geht jetzt hier wunderbar. Man sieht auch, dass durch dieses tolle Menü hier oben der Synchro-Modus nochmal stärker in den Vordergrund tritt. Und es gibt auch jetzt nur noch einen Verbinden-Modus, weil der Standard-Modus ist nämlich der Selektionsmodus. Wenn ich Objekte miteinander verbinden will, kann ich hier draufklicken und weiterhin die entsprechend miteinander verbinden, die Objekte. Aber es reicht jetzt sogar ein einfacher Klick auf die Fläche, um den Verbindemodus wieder auszuschalten, und schon kann ich hier entsprechend meine Objekte weiter bearbeiten. Man kann sie jetzt auch drehen in einer beliebigen Position, bei gedrückter Shift-Taste sogar im 15-Grad-Modus, und so viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass man hier den Label oberhalb des Symbols anzeigen lassen kann, machen Max Maps zu einer großen Möglichkeit, jetzt Concept Maps und grafische Darstellungen in MaxQDA zu erstellen. Natürlich war schon immer ein Highlight in MaxQDA, dass man hier die verschiedenen Modelle erstellen konnte in Max Maps. Und auch dort sind einige hinzugekommen. Es gibt jetzt hier neuerdings ein Einzelfallmodell mit Code-Hierarchie. Es gibt auch noch ein Einzelfallmodell für Fokusgruppenteilnehmer, was jetzt hier nicht aufgeführt ist, weil gerade kein Fokusgruppenteilnehmer im Projekt ist. Es gibt ein Zweifälle-Modell neuerdings und auch ein hierarchisches Code-Subcodes-Modell. Und ich habe da schon mal ein paar vorbereitet und zeige die hier.
und fangen wir an mit dem Zwei-Fälle-Modell. Das Zwei-Fälle-Modell eignet sich also wunderbar dafür, dass man die Ähnlichkeiten bezüglich der Codierungen und ausgewählter Codes, Kategorien, bei zwei Dokumenten grafisch darstellt. Man sieht hier also zum Beispiel, dass bei B01 Schnelllebigkeit als Weltproblem und auch Ressourcenknappheit als Weltproblem sogar zweimal kodiert worden ist. Und bei B02 wurde hier Globalisierung kodiert. Diese Code und diese beiden Codes hier kommen aber jeweils nur in den einzelnen Dokumenten vor, nicht in beiden. In beiden kommen aber vor Klima und Krieg. Das heißt, man hat mit diesem Zwei-Fälle-Modell eine wunderbare grafische Ansicht, um Fälle zu kontrastieren, beziehungsweise den Kontrast hier in einer Grafik automatisiert sich erstellen zu lassen. Wie das geht, ist wie früher im Prinzip auch mit noch ein paar Neuerungen. Man hat hier also zum Beispiel die Auswahl Zwei-Fälle-Modell, nimmt hier B1 und B2 und erzeugt mal so ein Modell und dementsprechend hat man hier dann so ein Zwei-Fälle-Modell komplett automatisiert erzeugt. Es ist sogar so, dass jetzt die Codesymbole je nach Häufigkeit auch größer oder kleiner dargestellt werden in vielen Maps-Modellen. Ein anderes Modell ist das Einzelfallmodell mit Code-Hierarchie, denn es wurde sehr oft gefragt, ob man nicht dieses Einzelfallmodell, wo die ganzen Codierungen rundherum um einen Dokument präsentiert wurden, nicht auch mit Hierarchien und zweiten und dritten Ebene darstellen kann. Da das aber nicht so einfach möglich ist in einer Kreisstruktur, wurde hier entschieden, das Ganze als baumartige Code-Hierarchie darzustellen. Man sieht hier also das Dokument B01, man sieht hier die entsprechenden Codes, die in dem Dokument vorkommen und dann auch jeweils die Subcodes, die in dem Dokument vorkommen und erzeugt hiermit eine Baumhierarchie für einen Einzelfall, den man zum Beispiel in einer Präsentation stufenweise über die Layer aufbauen kann. Ja, ganz ähnlich ist dann auch das hierarchische Code-Subcodes-Modell, das jetzt als Ausgangspunkt kein Dokument nimmt, sondern ein Code aus dem Kategoriensystem, der Subcodes hat. Hier mal einer mit zwei Ebenen und dann sieht man nämlich, dass hier einflussmöglich auch noch relevant ist und gezeigt wird, dass es hier noch die Subkategorien Ja und Nein gibt. Ja, Max Maps beinhaltet noch viele weitere Neuerungen. Ich kann das hier mal an so einem einfachen Code mal zeigen. Wenn man einen Code auf der Oberfläche hat, kann man jetzt auch sagen, Codings importieren, zum Beispiel die drei häufigsten Codierungen integrieren. Dann sieht man, dass die hier aus B05, B05 zweimal vorkommt und auch B04 integriert werden. Und dementsprechend beinhaltet Max Maps noch einige weitere Neuerungen. Zum Beispiel die Bibliothek lässt sich jetzt sehr viel einfacher bedienen als früher. Ich kann entsprechend gestylte Objekte hier leicht reintransferieren und wieder rausholen. Wichtig ist, Map exportieren hat sich nicht viel verändert. Man kann diese auch jetzt also als Grafik exportieren und darstellen. Hat hier sogar noch mehr Einstellmöglichkeiten als früher. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren mit Max Maps, bleibt mir hier nur zu sagen. Und ich schreite nochmal voran in eine weitere Funktion, also vielleicht hier mal zwischendurch die Übersicht. Wir haben also verschiedene Sachen schon kennengelernt bis Max Maps. Ich zeige jetzt noch kurz die Codeabdeckung und die Codekonfiguration und bin dann auch schon bei der Undo-Funktion angelangt. Ja, dazu öffne ich jetzt mal für die Codeabdeckungen ein weiteres Projekt. Das ist dieses hier, denn man sieht hier ein Video einer Schulklasse A und ein Video einer Schulklasse B und drei einfache Codes, die das Ganze sehr gut illustrieren, nämlich Arbeitsphasen, die in der Gruppe stattgefunden haben, Arbeitsphasen, die alleine stattgefunden haben und Erklärungen und Anweisungen der Lehrkraft. Und man kann jetzt über die neue Funktion Analyse, Codeabdeckung, wunderbar schauen, wie viel Fläche eines Textes, einer Tabelle, eines PDFs, eines Bildes oder wie viel Zeit eines Videos mit einem bestimmten Code, mit einer Kategorie versehen ist, sodass man entsprechende Vergleiche durchführen kann. Ich wähle mal hier Schulklasse A und
B aus, gehe auf Codeabdeckung und schaue mir an für Videos den Dokumentenvergleich. Und das Ergebnis ist folgendes. Ich sehe hier also, dass ich zwei Videos habe. Die eine für die Schulklasse A dauert 1 Stunde und 27 Minuten und das für die Schulklasse B 1 Stunde und 29 Minuten. Und ich kann jetzt bei den einzelnen Kategorien sofort erkennen, wie viel Fläche in dem Video jetzt mit einem entsprechenden Code versehen ist, was hier natürlich einen hohen analytischen Mehrwert hat. Ich sehe nämlich hier sofort, dass 52% von der Gesamtlänge dieses Videos mit Gruppenarbeit kodiert worden ist. Und ich habe hier sogar die Möglichkeit, entsprechende Farbhinterlegungen einzuschalten und vergleiche jetzt hier mal die Spalten miteinander. Man sieht nämlich, dass hier in der Schulklasse B die Gruppenarbeit deutlich überwiegt und auch selbst die Arbeitsphase noch mit 12% deutlich hier die 4% der Zeit in Schulklasse A überwiegt, während die Erklärungen und Anweisungen der Lehrkraft in Schulklasse A komplett komplementär sind, also hier sehr viel mehr Raum einnehmen als bei Schulklasse B. Man hat Möglichkeiten hier jetzt sich die richtigen Zeiten ausgeben zu lassen und nicht die Prozentuierung. Und das ist ganz hilfreich, wenn man dort die absoluten Zahlen benötigt. Ich kann hier aber dann auch jederzeit auf die entsprechenden Prozente umschalten von der kodierten Fläche, um mich darauf zu beziehen, welcher Umfang des kodierten Bereichs meines Videos oder meines Textes hier relevant ist. Wichtig ist, hier bei den Prozenten kann natürlich immer mehr als 100% bei rauskommen, nämlich dann, wenn sich zwei Codierungen, die hier dargestellt sind, überlappen. Ja, mit diesem Tool hat man also es nicht mehr nötig, in der Übersicht Codings mühselig Sachen zusammenzurechnen und kann sehr schnell den Abdeckungsgrad von Codierungen anschauen. Gehen wir mal weiter im Analysemenü. Da gibt es nämlich hier oben noch die sogenannten Code-Konfigurationen, die mir eine Liste von Codes erstellen, die gemeinsam an einem Segment oder in einem Dokument vergeben wurden. Ja, was bedeutet das? Hier mal ein ganz einfaches Beispiel, an dem man das wunderbar illustrieren kann. Wir haben ja mal Beobachtungen aus einer Kinderbetreuungseinrichtung, zum Beispiel einem Hort oder einer Kindertagesstätte, und haben an zwei Tagen Beobachtungen durchgeführt, hier mal als Beispiel, und haben hier ein Codesystem, in dem wir drei Ebenen haben, nämlich welche Erzieherin spielt was mit welchem Kind. Und diese neuen Funktionen für Codekonfigurationen ermöglichen es jetzt hier nach Überschneidungen von Codierungen zu schauen, wann treten diese im Datenmaterial gleichzeitig auf. Man kann sich also vorstellen, dass man früher schon mit dem Visual Tool Code Relations Browser die Überschneidung von zwei Kategorien wunderbar anschauen konnte. Aber die dritte Ebene, die oft sehr relevant ist in vielen Projekten, blieb dann außen vor. Ich zeige mal das Resultat. Wir können uns ja mal anschauen, gleich in die komplexe Code-Konfiguration einsteigen, denn die ist nochmal ja, besonders interessant, finde ich. Man hat hier nämlich die Obercodes als Auswahlmöglichkeit und es werden automatisch die Subcodes ergänzt, die man jetzt auch noch einzeln an- und ausschalten kann, wenn man einzelne nicht haben möchte. Und wählt hier die drei Ebenen, beziehungsweise die bis zu sechs Ebenen aus, sagt, ich möchte auf Segmentebene auswerten und bekommt die Ergebnisse differenziert nach Dokumenten präsentiert. Das ist hier der Fall. Was ist jetzt hier zu sehen? Ich sehe in der ersten Zeile, dass die Erzieherin Frau Marienfeld Verstecken mit Josh bei 7 Beobachtungen gespielt hat und das macht 25,93 aller meiner Beobachtungen aus, nämlich aller meiner 27 Beobachtungen, die hier dementsprechend kodiert worden sind. Und das war am Tag 1 dreimal der Fall und am Tag 2 viermal der Fall. Ist natürlich klar, das ist hier erst ein Anfang von einem Projekt, von einem exemplarischen Projekt. Da kommen noch weitere Beobachtungen hinzu, um das Ganze noch zu untermauern. Aber was ist das Interessante? Das Interessante ist, dass MaxQDA jetzt hier die Subcodes auswertet und die entsprechend hier listet, und zwar nur die, die auch tatsächlich im Datenmaterial vorkommen. Man sieht, dass nämlich 10 von 27 theoretischen möglichen Kombinationen überhaupt nur im Datenmaterial vorkommen. Übrigens, die 27 ergeben sich aus 3 Subcodes mal 3 Subcodes, sind 9 mal 3 macht 27 verschiedenen Möglichkeiten, wie man diese Subcodes
kombinieren könnte. Das ist also auch interessant, wenn man zum Beispiel Parteiprogramme auswertet und dort nach ja, bestimmten Schlagwörtern sucht, die im Kontext von zum Beispiel entsprechenden Zukunftsprognosen und auch zum Beispiel im Kontext von bestimmten Metaphern genannt werden. Da hätten wir nämlich drei entsprechende Bereiche. Wir hätten Schlagworte, wir hätten Metaphern und wir hätten sowas wie Zukunftsprognosen. Immer dann, wenn es um mehr als zwei Ebenen geht, die man miteinander verschränken will, ist diese Funktion wunderbar geeignet. Ja, kommen wir zum Schluss noch zu einem der ja, vielleicht heimlichen, aber unglaublich großen Highlights, nämlich der Ando-Funktion, die schon seit langem natürlich für MaxQDA gewünscht wird und sich jetzt auf fast alle Elemente in MaxQDA bezieht. Ich kann hier also zum Beispiel den Code löschen, aus Versehen, und kann ihn hier oben über Rückgängig-Funktion, die hier oben ist, den Code wiederherstellen und kann auch mich umentscheiden und kann den Code doch wieder löschen. Das heißt, ich habe hier also ganz verschiedene Möglichkeiten, mein Datenmaterial entsprechend wiederherzustellen, nachdem ich es aus Versehen gelöscht habe. Und das funktioniert so lange, solange MaxQDA auf ist. Dabei gibt es aber noch zwei, drei Sachen zu berücksichtigen. Das erste ist, sobald man den Edit-Modus für einen Text einschaltet, ist der Undo-Modus resettet. Ich kann das hier mal vorführen in dem ersten Projekt, was ich hatte. Nehmen wir mal das hier. Man sieht hier oben, hier ist das noch blau hinterlegt. Da sind auch noch ganz viele Rückgängig-Funktionen drin. Sobald ich hier mal den Edit-Modus einschalte, muss ich darauf aufpassen, dann wird die Undo-Funktion hier ausgegraut. Die Sachen sind nicht mehr möglich, rückgängig zu machen. Und ähnliches ist es, wenn ich Teamwork-Import oder Teamwork-Import oder Projekte zusammenführen mache. Dann wird mein Undo-Cache geleert. Ansonsten ist es eine wunderbare Möglichkeit. Ich kann also hier ein Memo erzeugen, kann dieses Memo löschen und kann dieses Memo jederzeit dann wieder herholen. Ja, wichtig vielleicht zum Abschluss ist noch zu sagen, auf der MaxQDA Webseite finden Sie gleich auf der ersten Seite noch zwei, drei wichtige Informationen. Zu der MQIC kommen wir gleich. Ich gehe jetzt hier erstmal auf das neue MaxQDA 2018. Da gibt es nämlich hier den Button Mehr erfahren. Und dort gibt es Zugriff auf ein PDF, was hier sich öffnen lässt, über PDF-Datei mit allen Funktionen ansehen. Und da drin sind auch noch weitere Funktionen gelistet, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht hier nochmal auflisten kann oder zeigen kann, zum Beispiel Twitter-Statistiken. Oder am Ende findet sich hier auch nochmal eine Auflistung mit lauter Kleinigkeiten, die noch neu sind zum Thema Kurz und Codieren, zum Thema Dokumente, zum Thema Textsuche etc. Wenn Sie also Interesse haben an den neuen Funktionen von MaxQDA 2018, empfehle ich auf jeden Fall mal hier einen Blick in dieses Dokument zu werfen. Da finden Sie eine Übersicht über all das, was neu ist. Und auf der Startseite von MaxQDA findet sich dann auch noch etwas, zum einen hier oben, die MaxQDA User Conference. Und auch hier in dem Banner ist es, glaube ich, auch eben zu sehen gewesen. Hier gibt es Hinweise auf die Konferenz MaxQDA Anwendertagung, die vom 28. Februar bis zum 2. März in Berlin stattfindet, wo in einem umfangreichen Programm ganz, ganz viele Workshops angeboten werden, wo man MaxQDA und auch Forschungsmethoden weiter vertiefen kann. Donna Mertens wird anreisen aus den USA und einen Vortrag halten zum Thema Mixed Methods, natürlich Transformative Mixed Methods, wenn ich das richtig überblicke, ihr Herzensanliegen. Und man hat die Möglichkeit, Spotlight-Sessions zu besuchen, in denen viele MaxQDA-Funktionen auch vorgestellt werden. Und vielleicht möchte der eine oder andere von Ihnen auch noch ein Poster einreichen. Der Call for Posters geht noch bis zum 31.12. Ja, soweit mal meine Übersicht über die verschiedenen Programmfunktionen in MaxQDA. Gibt es von Ihrer Seite noch
Fragen, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese hier im Chat hier unten einzugeben an alle und hier unten dann auf Senden zu klicken oder auch nur an mich. Ich sehe das dann und werde die hier gleich gerne beantworten. Ja, während Sie schreiben, kann ich ja noch mal das eine oder andere in MaxQDA zeigen. Zum Beispiel hier auf dem Start-Tab gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Projekte aus den aktivierten Dokumenten zu erstellen. Das heißt, ich aktiviere einige Dokumente und klicke auf dieses Icon bzw. auf diese Funktion und erhalte ein Projekt, das dann nur die aktivierten Dokumente enthält, was sehr praktisch ist für Teamwork oder für die Reduktion meines Datenmaterials. Es gibt hier auf dem Import-Tab auch nochmal eine schöne Übersicht über die verschiedenen Varianten. Man kann hier, wie vorhin schon mal angedeutet, Survey-Daten importieren aus Excel-Dateien. Man hat über den Tab Analyse auch noch Zugriff auf Code-Häufigkeiten, wo man eine Tabelle und Diagramme für die Häufigkeiten von ausgewählten Codes erstellen kann. Für Twitter kann man verschiedene neue Statistiken erstellen. Im Mixed Methods Menü kann man die Segmentmatrix direkt aufrufen und vor allen Dingen jetzt auch die interaktive Segmentmatrix aufrufen. Und im Menü Reports ist übrigens jetzt die Übersicht Memos enthalten. Und wenn Sie viel mit Memos arbeiten, wird es Ihnen sicherlich auch als schöne Neuerung erscheinen, dass ich jetzt hier jederzeit einen Filter habe in meiner Übersicht Memos, wo ich sehen kann, ich möchte jetzt nur meine Code-Memos sehen oder ich möchte nur die Memos sehen, die ich in Dokumenten verfasst habe. Ja, anscheinend sprechen die neuen Funktionen von MaxQDA für sich selbst. Es gibt keine Fragen. Dann wünsche ich allen einen ganz schönen Nachmittag. Viel Spaß mit der neuen MaxQDA 2018. Version, ja, die 14-Tage-Demo-Version ist auf der Webseite verfügbar und viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Funktionen und der Feedback-Funktion, denn sicherlich freut sich das MaxQDA-Team über ganz viel Feedback zu den einzelnen Funktionen. Einen schönen Nachmittag noch und schöne Zeit.